So steil geht es mit der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie zwar noch nicht aufwärts, aber es tut sich wieder was. In der Raumfahrt versprechen die kommerziellen Märkte deutliche Wachstumsraten. Die Lage der Flugzeugindustrie hat sich dank eines rasch wachsenden Passagier- und Luftfrachtaufkommens stabilisiert. Der globale Wettbewerb in der Luft- und Raumfahrtindustrie verschärft sich zunehmend. Die USA bauen ihre Vormachtstellung aus, junge Luftfahrtindustrien wie Asien oder Lateinamerika holen auf und drängen in die Weltmärkte. Allerdings sorgt der stetig wachsende internationale Luftverkehr auch für einen enormen Bedarf. Allein die Nachfrage nach Großflugzeugen in den kommenden 20 Jahren wird mit einem Wert von fast 1,7 Billionen beziffert. Welches Stück vom Kuchen die deutsche Industrie bekommt, hängt nicht zuletzt von der Zusammenarbeit mit europäischen Partnern ab. Rein nationale Unternehmen haben im 21. Jahrhundert kaum eine Chance. Gefragt ist eine stärkere wirtschaftliche und technologische Integration auf europäischer Ebene. Dabei sind die Stärken der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie unbestritten. Neben dem hohen Ausbildungsstand der Mitarbeiter wird immer wieder das große Innovationspotenzial genannt. Beispiel Daimler-Benz Aerospace, kurz DASA. Die von der DASA entwickelte sogenannte Schubvektorsteuerung wird von Fachleuten als technologische Glanzleistung gewürdigt. In ihrer historischen Dimension sei sie mit der Überwindung der Schallmauer vergleichbar. Was steckt hinter dem Konzept der Schubvektorsteuerung? Wenn Piloten ihr Flugzeug überziehen, reißt die Luftströmung um die Tragfläche ab, der Auftrieb bricht zusammen. Denn durch die Vergrößerung des Anstellwinkels kommt es unweigerlich von einer wirbelfreien zu einer stark turbulenten Luftströmung. Die Folge: Das Flugzeug wird unkontrollierbar. Ein Absturz ist oft unvermeidlich. Die Gesetze der Aerodynamik setzten den Konstrukteuren von Jagdflugzeugen bislang Grenzen, wenn es darum ging, noch engere Kurven zu fliegen. Mitte der 70er Jahre entwickelte Dr. Wolfgang Herbst das revolutionäre Konzept der Schubvektorsteuerung. Dabei wird das Flugzeug durch Schwenken des Schubstrahls gesteuert. Eine schwenkbare Düse, die automatisch über den Bordcomputer gesteuert wird, lenkt den Schubstrahl ab. So bleibt das Flugzeug selbst bei Anstellwinkeln von 70 Grad und niedrigen Geschwindigkeiten kontrollierbar. Mit einer bisher nicht gekannten Manövrierfähigkeit können Wendemanöver auf engstem Raum durchgeführt werden. Ein Jagdflugzeug mit dieser Technologie ist im Luftnahkampf deutlich überlegen. Doch, vielleicht symptomatisch für die europäische Luftfahrtindustrie, Kooperationsbemühungen in Europa blieben ohne Erfolg. So wurde das Projekt Mitte der 80er Jahre mit einem amerikanischen Partner weitergeführt. In nur 3 Jahren wurden 2 Prototypen, die X-31, fertiggestellt. Der Ingenieur, der die Vision von der Schubvektorsteuerung hatte, konnte seinen Triumph nicht mehr erleben. Dr. Herbst starb 2 Monate vor dem Jungfernflug der X-31 bei einem Flugzeugabsturz. Wahrscheinliche Ursache: Verlust der Steuerbarkeit. Das zukunftsweisende Konzept der Schubvektorsteuerung, das diese Art von Unfällen verhindern würde, fand inzwischen Nachahmer auf der ganzen Welt. Im militärischen Bereich könnte die Schubvektortechnologie zum Beispiel für das europäische Jagdflugzeug Eurofighter genutzt werden. Bei sehr geringen Zusatzkosten würde das einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Auch zivile Flugzeuge könnten eines Tages von den Erkenntnissen des X-31-Programms profitieren. Durch eine Verkleinerung der Leitwerke ließe sich der Luftwiderstand und damit der Treibstoffverbrauch verringern. Doch bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. Zum einen besitzen Zivilflugzeuge nur etwa 1/3 des vergleichbaren Schubs eines Kampfflugzeugs. Zum anderen ist die bei vielen Verkehrsflugzeugen gängige Konstruktion, Triebwerke unter den Flügeln, für eine Schubvektorsteuerung ungeeignet. Die Übertragung von militärischer Technologie in zivile Industriezweige ist gang und gäbe. So haben etwa Taschenrechner, Airbag- oder Nierensteinzertrümmerer ihren Ursprung in der Luft- und Raumfahrt. Jüngstes Beispiel eines gelungenen Technologietransfers: ein Autoradar zur Abstands- und Geschwindigkeitsregelung. Ursprünglich für Raketenzielsuchköpfe entwickelt, soll der Kfz-Radar das Autofahren entspannter und sicherer machen. Das Radar wertet Informationen über das Geschehen vor dem Fahrzeug aus. Es vermisst ständig den Abstand und die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Autos und gibt diese Daten an ein Regelsystem weiter. In die Berechnung gehen außerdem die eigene Geschwindigkeit und Informationen über mögliche Kurven ein. Ein Tempomat passt automatisch die eigene Geschwindigkeit an die des Vorausfahrenden an. So kann der entsprechende Sicherheitsabstand ständig eingehalten werden, notfalls sogar durch automatisches Bremsen.
Beschleunigt das vorausfahrende Fahrzeug oder verlässt es die Spur, beschleunigt das eigene Auto entsprechend, bis die vom Fahrer eingestellte Geschwindigkeit erreicht ist. Auch bei schlechtem Wetter kann sich der Fahrer auf das System verlassen. Im Gegensatz zu Infrarotsensoren sieht das Radar auch durch Regen oder Nebel hindurch. In Europa testen derzeit fast alle namhaften Autohersteller und Zulieferer das Kfz-Radar. Das Gerät soll etwa so viel kosten wie ein gutes Autoradio. Das Beispiel zeigt, wie wichtig die Luft- und Raumfahrttechnik auch für andere Industriezweige ist. Zwar ist die Luft- und Raumfahrt eine relativ kleine Branche. In Deutschland macht sie gerade einmal 0,3% des Bruttosozialproduktes aus. Für die wirtschaftliche und technologische Entwicklung des Standorts Deutschland ist sie jedoch von überragender Bedeutung. Da die Luft- und Raumfahrtindustrie fast alle Schlüsseltechnologien des Informationszeitalters vereint, kann sie auch anderen Branchen wichtige Impulse geben.